Take 2. Jetzt mal auf der besseren Straße hier. Das ist hier auch ein super schöner Platz für zum Chillen, für Wohnmobile. Der Hund ist lieb. Ja, hallo. Na, feine Maus. Süßi-Bär. Ja. Das ist so ein Grillplatz, der auch mal gut gemeint war, aber eben doch mangels Nachfrage nie gebraucht wurde. Oder ja, also ganz
wir nennen es jetzt mal extrem gering frequentiert wird. Hier ist Ruhe. Also wenn man hier rinfährt, genau das Ortsschild Pilar, ihr habt es ja gesehen auf dem Road Movie. Nee, Pilar Ausgang, es war rot durchgestrichen. Ja, und da ist hier, also das ist hier, hat man Tische, Bänke, Schatten, Sonne, Grillplatz. Pff, hier war auch mal ein Waschbecken und Wasser. Der Azorianer, wenn irgendwas nicht benutzt wird, dann nimmt er das mit, wenn er das hier brauchen kann. Dementsprechend ist hier der Wasserhahn und das Waschbecken schon wieder abgebaut worden und mit nach Hause genommen worden. Ich sollte vielleicht den Rest der Steine sicherstellen, um daraus denn einen Barbecue-Platz für mich zu machen oder so ähnlich. Nö, aber da kann man eh mal von da vorne rinfahren. Ich zeige es gleich nochmal. Werde denn hier unterbrechen. Also das ist auch ein Geheimtipp für Wohnmobilisten. Hier einfach mal ranfahren. Probe spüren. Also das ist ein... Wir haben hier schon mehrfach... Ich habe hier mit Gästen, die ich rumgefahren habe, schon ein paar Mal gelegen und Mittagsschläfchen gemacht. So eine kleine Chill-Out-Phase während der Tagestour. Und alle fanden, ach, das ist ja ein schöner Platz. Der hat ja... Der Hund, der hört natürlich auch auf zu bellen irgendwann. Ach, das ist ja ein anderer Hund. Gehen wir mal gucken. Hallo. Na? Hallochen. Na, wie geht's dir denn? Du bist nicht so gut drauf, wa? Ja, Mensch, ich hab doch auch. Ich kann dich nicht einfach abmachen von der Kette. Tut mir leid. Aber dich würde ich mitnehmen. Du bist ein toller Hund. Du bist echt ein toller Wachhund. Meine Fresse. Ja, brummel mal schön. Ich hab keine Angst. Ich weiß ja, dass du auch Angst hast. Ich tu dir nichts. Ja. So, mit diesen Bildern wollen wir uns dann mal hier verabschieden und 7 Minuten haben wir wieder eine Etappe. Na, das passt doch wie mein Mann seiner. Also, ich mach dann mal den Roadmovie weiter, wa? Hier erstmal Feierabend. Ja, gut, ich gehe ja gleich wieder. Ciao, peace. Genau. Peace, mein Guter.